Cool. Wie viel haben wir denn? 2800? Juli ist bald reich. Juli ist bald reich. The captain send you over? He must have done quite a service with the dead, if he's got hands to spare for old Barnabas. Let's get to business, yeah? Our wind pump's broken down again, and we're running low on water. We're all out of parts, so I can't fix her up. Can always melt down what weapons we have, but I'm not too fond of being fired in my sleep. I'll need scrap from Lower Crossing. Der Captain hat dich geschickt. Oh, du musst gute Arbeit mit dem Toten geleistet haben, wenn er Hände der alten Barnabas übrig hat. Ja. Kommen wir zum Geschäft, ja? Unsere Wasserpumpe ist wieder kaputt und wir haben kaum noch Wasser. Wir haben keine Ersatzteile mehr, also kann ich sie nicht reparieren. Ich kann unsere Waffen einschmelzen, aber ich lasse mich nicht gerne im Schlaf auffressen. Ich brauche Schrott von Lower Crossing. Warum lasst ihr nicht einfach den Eimer in den Fluss? Seen the bodies floating out there? Surface water around here is rank with disease and decay. Our only hope is the well. Now, you gonna get some scrap, or do I have to settle for sass? Die Leichen gesehen, die da draußen treiben? Das Oberflächenwasser ist voller Krankheiten und Fäulnis. Der Brunnen ist unsere einzige Hoffnung. Sorgst du uns jetzt Schrott, oder muss ich mich mit Frechheit zufrieden geben? Search the ruined houses and the old dumping grounds on the far side of Lower Crossing. Okay. Past the burial hill. Smash some junk. Search the bodies of those things roaming around out there. Where you get it isn't that important to me. Just that you get it soon. We're running out of drinking water. Nothing be said about ever taking a bath again. Durchsuche die zerstörten Häuser und die alten Deponien auf der anderen Seite von Lower Crossing. Hinter dem Burial Hill. Zerschlage ein bisschen Gerümpe und durchsuche die Leichen der Dinger, die da draußen rumwandern. Wo du ihn bekommst, ist mir so nicht so wichtig. Nur, dass du ihn bald bekommst. Uns geht das Trinkwasser aus. Da ist es egal, ob wir jemals wieder ein Bad nehmen. Oh. Warte mal, hier war doch auch noch was. Mit den Kids in die Haare so. So Bourbon let you stay. Bah, man is far too trusting. You'll slip eventually. Don't be going far. My noose is lonely. Bourbon lässt sich also bleiben. Pah. Der Mann ist zu gutgläubig. Irgendwann wirst du einen Fehler machen. Treib es ja nicht zu bunt. Meine Schlinge ist einsam. Oh, okay. Ich werde dran denken. Achso, das ist die Brücke, Baustelle. Und hier geht's nicht rein, weil das in der Stadt ist. Trainingsdummy! Oh. Oh, ich darf jetzt mit dir sprechen? Der Captain sagt, du darfst durchgehen. Ach, bloß kein Ärger. Ja! Oh, hier ist ja richtig was los. The Bill. Edwin. Die Renny. Alice. Und Faldis. Ist abgeschlossen. Kopfgeldtisch. Okay, warum ich auch mal rausrenne? Keine Ahnung. I don't know. Die Leute von Devil's Crossing vertrauen dir ihre intimsten Bedürfnisse noch nicht an. Ein respektierter Ruf ist erforderlich, um den Kopfgeldtisch drauf zuzugreifen. Okay. Ah, gut. Ah, gut. Voll irgendwie so ein bisschen Steampunk-Outfit an. Entschuldige, dass ich dich belästige, aber bist du auf dem Weg nach Whitmer? Kannst du dich dort nach meinem Bruder umsehen? Wie heißt er denn? Oh, sein Name ist Milton. Milton Hart. Er war Soldat in der kaiserlichen Armee. Als wir von Burridge flohen, bot er sich an, unsere Flucht zu decken.
Er hatte schon immer eine Vorliebe für Heldentaten. Aber das war vor den Wochen. Was war vor Wochen und wir haben nichts von ihm gehört. Ich wage gar nicht daran zu denken, dass er sich in einem der Toten verwandelt haben könnte. Er trug immer ein Amulett, das ich ihm vor Jahren gab, das ihn beschützen sollte. Jetzt befürchte ich, dass es ihm am Umleben hält. Ich wünsche mir nichts mehr, als dass mein Bruder in Frieden ruhen kann. Würdest du das für mich tun? Wir haben uns zuletzt am Sodden Hollow in Whitmere gesehen. Und ich habe Angst, dass er immer noch da draußen ist. Und what do you want? Ich habe nichts Unrechtes getan. Was? Ja, okay. Verehrt, gekauft, freundlich. Quartiermeister. Aktionsbelohnungen. Steinherzöl. Ein Öl, das den Schild stärkt und entlastet. Okay. Slith-Blut-Tinktur. Zerbricht das Fläschchen und setze eine abscheuliche Giftwolke um dich herum frei. Ich hätte eher gern sowas wie eine Bank. Oder irgendeine Truhe oder irgendwas. Folles. Oh, ich werde da verrückt. Du hast es wirklich für mich getan. Das Rift hat mich doch nach Devil's Crossing zurückgebracht, so wie du es versprochen hast. Bitte. Ich möchte dir danken. Hier, nimm alles, was ich dort draußen gefunden habe. Es ist nicht viel, aber vielleicht kannst du es besser verwenden. Schrott, danke. Ich gehe nie wieder da raus. Wie sieht es mit Vorräten aus? Es gibt jedenfalls nicht mehr viel zu plündern. Außerdem wäre ich jetzt tot, wenn du nicht zu Hilfe gekommen wärst. Ihr sagt, ihr kommt aus Borvetsch? Ja. Bevor die Stadt durch den Ältesten besiegt wurde, hatte ich ein Haus in Mod Row. Es war furchtbar. Überall um uns herum war Feuer und die Toten. Ich sah, wie meine Nachbarn von diesen Dingern in Stücke gerissen wurden. Captain Bourbon. Wenn er nicht gewesen wäre. Immer Vorsicht mit dem Killerkaninchen. Achso, genau. Ja. Was? Captain Bourbon hat dich gerettet? Captain Bourbon fand uns, als wir uns im Gasthaus versteckt hatten. Er trommelte die verbliebenen Überlebenden zusammen und führte uns durch die Wildnis hierher. Selbst mit seiner Hilfe haben es nicht alle von uns durch den Sumpf geschafft. Der Captain ist ein Held. So. Gut, ihr könnt nicht mit Risiken umgehen. Ihr werdet hier in Sicherheit sein. Also ich werde ihm jetzt nicht noch irgendwie... Edwin. Du musst die Übernommene sein, über die alle reden. Ich werde kein Urteil fällen, da ich gehört habe, dass du uns bei dem Chaos der Untoten in Lower Crossing geholfen hast. Ich heiße Edwin und koche hier. Sehr erfreut. Was ich koche, ist nicht viel. Ist vielleicht nicht so gut oder genießbar. Du kochst etwas, was nicht genießbar ist. Boah. Aber es füllt den Magen und hält uns am Leben. Ohne richtige Ausrüstung und Vorräte kann ich nicht viel tun. Falls du mal eine Schüssel vom Edwin Spezial willst, sag einfach Bescheid. Okay. Edwin Spezial? Grob gekritzelte Notiz. Nun. Hat der ganze Bild schon gerade gewackelt. Was war denn das? Über die Explosion. Nun, ich bin kein anständiger Mensch und ich kann sicher nicht gut schreiben, aber jeder muss erfahren, was dieser Ort wirklich ist. Das Gefängnis ist. Es ist nicht wie ein Gefängnis, in dem ich schon mal gewesen bin. Und ich habe schon mehr gesehen, als mir lieb ist. Männer bleiben ja auch nicht lange und die Jungs, die sie festnehmen, sind keine Kriminellen. Das wüsste ich. Wenn ich einen Mann sehe, sehe ich in seinen Augen, dass er etwas Unrechtes getan hat. Diese Jungs? Ich sehe Furcht. Ich habe diesen Aufseher ein paar Mal gesehen. Ein großer Mann in schwarzer Rüstung.
Wenn man es nicht besser wüsste, könnte man meinen, er wäre auf der falschen Seite der Gitterstäbe. Jeden Tag nehmen er und seine Lakaien dutzendweise Gefangene zu dieser Hütte im Hof. Sie kommen nicht mehr heraus. Später fährt ein Wagen an die Hütte. Er fährt immer vollbeladen weg. Sie lassen uns nicht mehr aus den Zellen raus, aber ich kann sagen, dass nicht mehr viele von uns übrig sind. Die Hallen sind ruhig. Ich bin der letzte Mann in meiner Reihe. Die anderen, die wurden gestern mit der Ladung mitgenommen. Ich bitte nicht um Mitleid. Ich weiß, dass mein Ende in dieser Hütte ist. Aber vielleicht ist diese Notiz meine einzig gute Tat in meinem erbärmlichen Leben. Boah, es klingt echt grausig. Hallo, Rossi. Hallo. Und mit dem kann ich hier nichts reden. Ich kann hier zwar rein, aber hier ist nichts. Greetings, child. I am pleased to see that the taint of possession has left you. Should you require it, I offer spiritual guidance to the survivors. I will gladly extend this service to you. Okay. Grüß dich, Kind. Es freut mich, dass der Makel der Besessenheit, dass sich der Makel der Besessenheit verlassen hat. Falls erforderlich, biete ich den Überlebenden spirituelle Führung an. Gerne erweise ich auch dir diese Dienste. Ihr seid diejenigen, die mich aufgehalten hat. Has allowed me to devise a trap with which we were able to contain you and the ethereal that controlled you. It was not until the noose was firmly around your neck that the spirit left you, though. Mein Wissen über Geister hat es mir ermöglicht, eine Falle auszudenken, mit der wir dich und den Ätherischen, der dich kontrolliert hat, in Schach zu halten. Erst als sich die Schlinge fest um deinen Hals zog, verließ dich der Geist. Warum habt ihr deine Wiederkehrer nicht unschädlich gemacht? I'm afraid that I am not at all fit for combat, which from my understanding was more than necessary for you to reach the reanimator's lair. I was only able to subdue the ethereal within you with the use of a trap, which would have required the reanimator to come to us, just as you have. Ich befürchte, ich bin nicht ganz und gar für den Kampf geeignet, was meiner Ansicht nach für dich mehr als notwendig war, um die Höhe des Wiederkehrens zu erreichen. Nur mit Hilfe einer Falle, für die der Wiedererwecker zu uns hätte kommen müssen, so wie du es getan hast, konnte ich den Ätherischen in dir bezwingen. Ihr habt eine spirituelle Führung erwähnt. Troubled memories can cloud the mind and torment the spirit. With my guidance, you can move past these painful thoughts and begin anew. Beunruhigende Erinnerungen können den Verstand trüben und den Geist quälen. Mit meiner Führung kannst du diese schmerzvollen Gedanken hinter dir lassen und neu beginnen. Oh. Ist abgeschlossen. I sense turmoil within you. Die Geistführerin ermöglicht es dir, im Tausch gegen Eisenstücke und ätherische Kristalle deine Fähigkeiten und Devotion zu ändern. Ah, oh, 3300. Aber wie ändern? Ah, ich hätte nur noch Punkte übrigens. Ah, guck mal, okay, ah. Farewell. Ah, alles klar. So, alles klar, okay. Das ist cool. Und da ist der eine Punkt, genau. Sehr schön. Es bleibt so. Lass ich auch so. Wen haben wir denn hier? Constance, du bist diejenige, die besessen war. Bleib weg von mir und den Kindern, oder ich schreie Captain John und Captain John kommt und wird dich so behandeln, wie er es gleich hätte tun sollen. Beruhigt euch, ich will euch doch gar nichts tun. Bitte lasst mich einfach allein. Ich bleib von den Kindern weg. Okay. Wenn du es so sagst, mach ich das.
So. Got something you need stashed? Hey, Stauraum! Ja! Was, das kostet Geld? Nein, okay, es ist nur so ein Geräusch. Borstiges Fels, Smaragde. Ey, Gott sei Dank. Warte mal, dann packe ich Rüstung hier unten hin. Irgendeinen merkwürdigen Schädel. Kristalle brauche ich eventuell. Ich weiß nicht, ob ich das hier irgendwie brauche. I don't know. Giftschutzsalbe kommt später mal. Heiltrank, Kristalle, Exzier, Sekret und das und... Okay, das muss ich finden. Alles klar. Und... Bossstahl. Alles klar. Oh Gott. Ah, jetzt hast du doch viel Platz im Inventar. Obwohl, wenn ich das bloß für die Quest brauche, Schrott kann ich... Ja, dann mache ich erstmal so. Übergabebereich. Kann verwendet werden, um Gegenstände zwischen deinen Charakteren zu tauschen. Zusätzliche Übergabefächer können mit Eisenstücken gekauft werden. Cool. Das ist cool. So. Okay. Ja, der hätte fast für mich gekocht, aber ich nehme erstmal nichts von dem. Ich glaube, ich habe gerade keinen Hunger. Ach ja. So. Dann Portal. Ach so. Kann ich da hin? Nee, aber ich kann nach Lower Crossing einmal porten. Devil's Crossing, Boner Hill, Warwich, Whitmer. Genau, wir müssen da lang. Aber das ging nur hier hoch. So. Das ist jetzt hoffentlich nicht ihr Bruder. Lalala. Aber sollte ich hier nicht irgendwie Schrott durchsuchen? Auf der Deponie? Ah, hier. Nee. Genau. Okay. Solche Haufen sind das. Hier sehe ich leider nichts mehr. Vielleicht hier drüben noch irgendwie. Gott sei Dank ist das wirklich alles geklärt, ey. Ich verziehe mich mal wieder. Alles klar. Tschüss, Downey. Dankeschön, dass du vorbeigeschaut hast. Dir noch einen schönen Abend, falls du mich noch hörst. Ja, eventuell. Eventuell. Eventuell habe ich das halbwegs just in time gelesen. Umarmung. Oh, danke schön. Danke schön für die Umarmung. Ich dachte eigentlich irgendwie noch ein Häuschen. Rack. Na gut. Wohl nicht so. Okay, da geht's ja nicht lang. Da ist so ein Bienenhaufen. Da sind ein paar Viecher. Da war auch ein paar da. So. Nix.
Irgendein Lager, okay. Aber ich kann nichts machen. Nein, nicht der Bauch verstecken. Das, dann treffe ich doch nichts. Oha, was ist das denn? Miezentunika gefunden. Oder mal aus diesem Loch rausgekrochen hier. Und irgendein Götzen steht hier auch noch rum. Ah. So. Und? Sehe nicht so viel. Pelzgefütterte Jacke. Ja? Gefrorenes Herz. Boah, cool. Da ist was. Oha. Oha. Gut, die war sehr gut gefüllt. Jawohl, ich bleib hier einfach stehen. Das ist ja geil. Ja. Gibt echt gut Loot hier. Sehr, sehr guten Loot. Schon mal nix. 18 Rüstung. 18 Rüstung. Wir haben viel mehr an. 10 bis 20. Nee. Durchschlagschaden. Genauso viel Rüstung. Oh ja, bitte. Nee, was ist das? Lebhaft gefärbte Kappe mit Dornen. Mhm. Okay. Mein Schwert. Einmal Schrott. Den Notfalls müssen wir nochmal umsortieren. Alte Deponie. Okay, wir müssen ein bisschen nach Süden noch mal gucken. Oh. Gott, der Inventar ist doch gleich voll, oder? Vom Messer des Donners. Verwesende Glut. Feuerschaden. Verbessert alle Waffenschilde und Zauberhand. Okay, cool. Negierende Kampfhose. Magische schwere Hose. Blitzwiderstand. Oh, geil. Aber Konstitution. Ein Punkt über. Okay, ich muss viel mehr auf Konstitution gehen hier. Konstitution. Konstitution. Kann so vieles gar nicht tragen. Aber ich frage mich auch, ob ich schwere Rüstung trage. Später. Oder ob das einfach egal ist. Okay. Hier komme ich erstmal nicht rum, wir müssen jetzt da lang. War ich drin? Hier lang.
irgendwie das Gefühl, ich hätte noch viel mehr auf der Deponie suchen müssen. Kann aber natürlich auch täuschen. Aber es ist gerade so mein Gefühl, dass ich noch eigentlich noch hätte mehr auf der Deponie was suchen müssen, finden müssen. Ist richtig weggeflogen. Das finde ich so geil. Ah, geil. Da haust du da diesen Zauber rein und alles fliegt förmlich auseinander. Okay. Gab's nicht gerade Schultern? Ach, Schultern hast du direkt angezogen. Die Jacke sieht irgendwie voll cool aus. Mit dem Grün. Noise. Nicht Noise. Oh, was ist denn hier? Irgendein Versteck, oder? Ich habe ein kleines Versteck gefunden. Oh, guck mal da. Auch noch irgendwas. Schrott. Ja, Schrott. Alte Deponie. Bestimmt irgendwas übersehen hier. Aber eigentlich müsste ich jetzt so viel Schrott zusammen haben, weil ich habe ja ein bisschen was in die Bank getan. Würde passen. Oh, meine Nase kribbelt wieder so dolle. Mal schauen. Schaden pro Sekunde. Oh, durchstechendes, verrostetes Großschwert der Stacheln. Okay, nice. Das sieht gut aus. Oh. Das sind viele Viecher. Polsterte Bunthose. 33 Rüstung. Okay. Hab ich schon an. Na gut. Das ist eine Box. Erbeutete Rüstungsplatte. Plus 10 Rüstung. Verbessert alle Rüstungen. Boah. Mach drauf. Mach ruhig drauf. Ist ja so ein Buff, ne? Den sollte ich immer mal aktivieren. Ich vergesse das immer. Ich sehe das gar nicht, dass der abläuft. Waren wir auch noch nicht? Oder? Doch, hier waren wir. Hier von hier bin ich gekommen. Das habe ich aufgedeckt auf der Karte. Da war ich noch nicht.